Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen, ja, sagen wir mal so, Trailer-Analyse, Trailer-Reaction. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir heute mal dieses Harry Potter Quidditch Champions an. Das gab es ja auch bei dieser, ist ja jetzt, neu rausgekommen vor 4 Tagen. Ich bin echt gespannt, wie es wird und wir gucken uns mal gemeinsam mal an. Natürlich ist es zurzeit auf englischer Sprache, aber es ist okay. Wo man selber erstmal an. To beat your toughest opponent? To keep your composure in the face of adversity. To chase your dreams at any price. To seek glory for your team. No challenge is too great. No dream is too big. So ask yourself, do you have what it takes? Do you have the heart of the Quidditch champion? Harry Potter Quidditch Champions. Demnächst am 3. September. Und ich habe auch gehört, dass das Spiel auch kostenlos sein wird. Also hier PS Plus ähnlich. Das heißt, für die Leute, die PS Plus haben, ist es kostenlos. Sonst wird es, glaube ich, ich schätze mal so, keine Ahnung, 60 Euro oder so wird es kosten oder 40 Euro. Aber die Leute, die halt PS Plus haben, die haben es natürlich kostenlos. Und ich freue mich schon echt da drauf. Und wir gehen mal ein bisschen drauf ein. So. Natürlich ist es halt ein Fuchsbau. Und, da spielt Fred, George, Harry, Hermine. Aber ich frage mich echt, warum eigentlich Hermine ist. Seit wann, das ist ein bisschen komisch, weil Hermine hat ja eigentlich noch nie, noch nie Quidditch gespielt. Ist halt die Frage. Ich frage mich auch, welche Zeit es ist. Also laut, ich denke mal, erst. Normalerweise im Film war ja Ginny ja eigentlich ab dem 6. Teil war sie ja beim Quidditch dabei. Und es ist halt die Frage, wo das halt spielen tut. In welchem Zeitraum. Das sieht aber nicht ganz lustig aus, das Spiel. Also es sieht echt wirklich cool aus. Ich werde es mir natürlich holen, natürlich, ist ja klar. Und da gibt es auch verschiedene Maps. Also Spielfelder. Das ist echt cool gemacht. Also natürlich, die Grafik ist natürlich heutzutage nicht so wie jetzt Hogwarts Legacy, aber es ist okay. Also man kann sich halt drauf freuen. Kann sich damit anfreunden. Natürlich ist es halt Comic-Grafik. Ja. Aber naja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich hole es nochmal weiter an. Aber es hat wirklich cool gemacht. Ich bin halt gespannt, wie es halt wird. Weil es gab ja auch schon mal Harry Potter World Cup für die Nintendo GameCube, PS2 und PC gab es ja auch. Deswegen ist es ganz okay. Ich hoffe, dass die es ein bisschen verbessert haben. Es war schon ganz cool, aber es hat halt viele, viele Probleme gemacht bei Harry Potter Quidditch World Cup. Das war schon cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, es war irgendwie total komisch, das Spiel. Ich habe es ja schon mal öfters mal gespielt, so. Habe es letztens auch mal wieder mal gespielt. Und ja, ist okay. Aber ich finde es cool. Also ich bin echt gespannt, wie es wird. Wie gesagt, es soll halt kostenlos werden, wie es halt hier stand. Oder? Genau, für PS Plus hat man es halt kostenlos, was echt cool ist. Also das heißt, da spart man sich halt Geld. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Bin gespannt, wie es wird. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel findet oder ob ihr es überhaupt holen werdet. Natürlich gab es da kein richtiges Gameplay aktuell, was schade ist. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, gerne in meinen Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es kaufen tut oder nicht. Ich werde es bestimmt auf meinem Kanal natürlich Let's Playen, ist ja klar. Aber Schluss drauf. Und ja, da würde ich sagen, bin ich raus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Reaction von mir. Bis nächstes Mal und ciao.